Menschen, die an solchen Krankheiten leiden, sollten fasten, solange es sie körperlich verkraften. Das Fasten bleibt im Rahmen ihres Könnens. In Vers 152 des Kapitels Al-An'am steht: Bismillahirrahmanirrahim, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Wir fördern von keiner Seele etwas über das hinaus, was sie zu leisten vermag. Diese Gruppe tut sicherlich ihr Bestes, um den Befehl Gottes durchzuführen, wie dies in Vers 16 des Kapitels At-Taghabun dargelegt wird. Bismillahirrahmanirrahim, fattakullaha mastatatum. So fürchtet Allah, so viel ihr nur könnt. Dass sie wegen ihrer Vergesslichkeit zwischendurch essen oder trinken, ist außerhalb ihrer Willenskraft. Darum gilt ihr Fasten und wird nicht als gebrochen angesehen, auch im Falle der Wiederholung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn einer von euch an einem Fastentag etwas isst oder trinkt, weil er vergaß, soll er seinen Fasten fortführen. Gott hat ihn essen und trinken lassen.